Tierfreundinnen und Tierfreunde. Der traurige Edu, unser Vorstellungshund für eine Woche, hatte bisher leider überhaupt kein Glück. Für ihn hat sich kein Interessent gemeldet. Sein Frauchen ist krank und kann sich nicht mehr um den 12-jährigen Rüden kümmern. Vielleicht sehen ja in dieser Woche die richtigen Menschen, dass Edu so gern wieder ein Hund mit eigenem Zuhause wäre. Heute stellen wir zwei Katzenmädchen vor, die durchaus Geschwister sein könnten. Seit dem Ende des vergangenen Jahres wurden die Kätzchen immer wieder in der Riedstraße in Goldbach beobachtet. Als sie nicht wieder weggingen und großen Hunger hatten, wurden sie von einer Anwohnerin gefüttert. In Goldbach bemühte sie sich, die Besitzer der Mieze zu finden, leider aber ohne Erfolg. Also kamen die Samtpfötchen ins Tierheim. Tierheimleiterin Katrin Mattes schätzt, dass die Katzenmädchen im Mai 2017 geboren sind. Vielleicht haben sie sich verlaufen oder wurden ausgesetzt, beides ist möglich. Die zwei niedlichen Miezen sind ganz zahm und an Menschen gewöhnt und machen alles gemeinsam. Wenn sich für die beiden kein Besitzer meldet, brauchen sie schnell ein neues Revier mit Freigang, nach der erforderlichen Eingewöhnungszeit. Es sind zwei sehr schön gezeichnete Kätzchen, die Schwung ins Familienleben bringen. Im Frühling zwei spielende Kätzchen im Sonnenschein zu beobachten, das lässt Sorgen vergessen.